Ja, herzlich willkommen hier auf Aktienlust. Ja, wie versprochen, werden wir heute schon mal einen kleinen Vorgriff auf die anstehende Berichtssaison wagen und uns die großen Finanzadressen aus den USA anschauen. Denn traditionell beginnt ja eine Berichtssaison damit, dass eben Goldman Sachs und Co. ihre Bücher öffnen. Also das ist das Thema am Freitag. Natürlich am Mittwoch zuvor noch neue Verbraucherpreise. Das wird natürlich auch noch ein wichtiges Thema sein. Hier wichtige Info an alle Clubmitglieder. Ich bin ja ab morgen unterwegs im Lande, habe da geschäftliche Termine. Aber ich schicke euch per Sprachnachricht hier auf unserem WhatsApp-Club-Channel dann eine entsprechende Einschätzung zu dem, was über die Ticker läuft. Aber heute geht es, wie gesagt, um Vorgriff auf die Berichtssaison und ich freue mich wie immer, den Christian Henke von IG Broker dabei zu haben. Technischer Analyst, aber eben auch mit einem fundamentalen Hintergrund und das ist ja immer spannend, diese beiden Welten zu kombinieren. Hallo Christian. Hallo Jürgen. Ja, wie gesagt, die Berichtssaison steht vor der Tür. Wie immer spannend, ja, gerade jetzt auch diese Saisonalität. Ich habe gestern versucht, hier auch aufzuzeigen und es ist interessant, auch in den beiden letzten Jahren, auch wenn es unterschiedlich war, hatten wir immer so ein zyklisches Tief am 19. Juli, 20. Juli, um dann nochmal bis Mitte August eine kleine Rallye zu sehen und das kann am Ende des Tages ja immer nur mit der Berichtssaison zusammenhängen. Ja, auf alle Fälle. Und was wir natürlich jetzt, wenn wir uns die Saisonalität anschauen, also die statistische Betrachtung vergangener Datenreihen, und wir versuchen natürlich anhand mathematisch-statistischer Modelle Muster zu identifizieren. Und beim DAX ist es so, dass wir eigentlich so in den letzten 10 Jahren vom 6. Juli Schlusskurs, also beginnend am 7. Juli zur Eröffnung, bis zum 23. Juli, was jetzt die letzten 10 Jahre angeht, da haben wir eine sehr relativ starke saisonale Phase. Das bezeichnen wir als auch Juli-Rally, beziehungsweise das ist im Grunde nur eine Zwischenerholung, weil davor hatten wir schon eine Sommerflaute 1.0 und der zweite Teil folgt dann im Anschluss. Und das ist dann wirklich, wo wir sagen, das kann noch etwas holprig werden bis ungefähr Anfang Oktober und dann gehen wir in die Herbst- und Sommerrallye über. Natürlich, klar, die Saisonalität kann natürlich unterbrochen werden von der jetzt bevorstehenden Berichtssaison. Da sind wir natürlich gespannt wie Flitzebogen. Und natürlich insbesondere, was die US-Banken natürlich jetzt uns dann zeigen werden. Weil wir haben natürlich auf der einen Seite steigende Zinsen. Und ja, wer profitiert von steigenden Zinsen? Die Banken. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Problem, die Rezessionsangst, die wird auch nicht unbedingt kleiner. Die Kreditnachfrage geht zurück und vor allem aber auch teilweise schon ziemlich deutlich in den Vereinigten Staaten, aber auch jetzt hierzulande die Immobilienpreise. Und da ist es natürlich sehr spannend, wie die Banken diesen Spagat schaffen werden zwischen höheren Zinseinnahmen, aber halt auch einem geringeren Kreditgeschäft. Und wie gesagt, das werden uns dann Bank of America und Co. Ja in Kürze dann uns aufzeigen. Ja, also dann gehen wir mal gleich in Medias Res und fangen mit der ersten großen US-Bank an, nämlich Bank of America. Ja, wir gehen alphabetisch durch, also das hat auch keine Wertung. Und wir haben ja erstmal wie immer den Langfristchart dabei, der natürlich zeigt, die Banken, große Finanzkrise, da gab es diese gigantischen Einbrüche bei der Bank of America, im Bereich von $3. Ja, und heute natürlich deutlich höher, aber wir haben auch hier, und das sehen wir im Chart, immer wieder Korrekturen gehabt und auch jetzt aktuell wieder von in der Spitze $50 ging es runter in den Bereich 25, knapp drüber. Und da findet so ein bisschen eine Bodenbildung statt. Aber Christian, so ganz sind wir da noch nicht aus dem Quark. Nee, ich muss sagen, was die Bank of America Aktie angeht, also da ist die charttechnische Kuh noch lange nicht vom Eis. Ich habe jetzt ja auch mal hier eingezeichnet den einfachen 200-Tage-Durchschnitt und natürlich auch, wie die Zuschauer auch so einen einfachen Chart für ihr Trading, für ihr Handeln mit Aktien verwenden können. Und da sieht man,
niemals in einem fallenden Markt kaufen. Ja, wir haben jetzt auch im November letzten Jahres, aber auch noch im März dieses Jahres gesehen, dass der besagte 200-Tage-Durchschnitt zwar mal überwunden wurde, Komma, aber die Glättungslinie, die fällt. Und das ist nie ein guter Ratgeber, dann eine Aktie zu kaufen, wenn diese Durchschnittslinie fällt. So, das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, wir haben im Grunde einen weiten, intakten Abwärtstrend. Ja, und aktuell, da gebe ich dir natürlich recht, da haben wir jetzt so eine Art Bodenbildung, so im Bereich um die 26 bis 30 US-Dollar, also interessant. Da könnten natürlich vielleicht die Quartalszahlen hier uns etwas Schub geben, wenn wir diesen Widerstand bei 30 US-Dollar überwinden, weil dann könnten wir nochmal den 200-Tage-Durchschnitt angreifen. Interessant ist, und ich habe mir auch so kurz vor unserem Gespräch mir nochmal so die wichtigsten Saisonalitäten der einzelnen US-Bank-Aktien angeschaut. Und da muss ich so links auf den Zettel linsen, ganz klassisch. Die Bank of America hat in den letzten 10 Jahren in 8 von 10 Fällen vom 11. Juli, also vom heutigen Tag bis Anfang August, eine Zwischenerholung gestartet. Also auch gibt auch diese Juli-Rallye gibt es auch an der Wall Street. Und da hat der Wert so um über 5% zugelegt. Also das würde schon mal reichen, um so annähernd in der Nähe des Widerstands zu kommen. Wenn natürlich dann die Quartalzahlen entsprechend positiv ausfallen, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass wir dann hier die Zwischenerholung nochmal ausbauen können und dass es dann wirklich in Richtung des fallenden 200-Tage-Durchschnitts geht. Aber letztendlich die Quintessenz dieses Charts ist, und auch als Rat für die Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn ich mir eine Aktie anschaue und ich sehe, der 200-Tage-Durchschnitt fällt, bin ich ganz ehrlich, würde ich da erstmal noch ein bisschen abwarten, auch wenn die fundamentale Bewertung vielleicht ganz gut aussieht, weil letztendlich oft gibt uns dieser 200-Tage-Durchschnitt ganz einfach recht, nämlich er zeigt uns an, wie die Marktteilnehmer letztendlich diese Aktie einschätzen. Das ist ja natürlich auch immer so, das muss man ja auch erwähnen, ja, im Chart steckt natürlich auch viel fundamentale Erkenntnis, nämlich wie eben Analysten, Anleger einen Wert bewerten. Das spiegelt sich ja im Aktienkurs wieder auch, ja, und wenn eben hier fallende 200-Tage-Linien zu sehen sind, dann ist man auch nicht so sehr überzeugt. Also, wie gesagt, kurzfristig eher zuschauen, eher abwarten, bis so eine 200-Tage-Linie auch wieder nach oben dreht und dann vielleicht auch mit dem entsprechenden Move so eine Aktie sich bewegt und dann natürlich Quartalszahlen mal schauen, wie fallen die aus, wie fällt der entsprechende Ausblick auch aus. Gehen wir weiter und eine Aktie, die letztendlich ein ähnliches, unentschlossenes Bild liefert, auch aus langer Sicht nicht so interessant. Also wir haben nachher natürlich auch noch Aktien dabei, die wirklich deutlich besser aussehen. Aber die Citigroup, also wenn ich mir da die Entwicklung der letzten 15 Jahre seit 2008 sehe, natürlich hat die sich auch von den Tiefständen deutlich erholt. Aber das ist natürlich noch weit von dem oder entfernt, was man sich in anderen Bereichen eben für möglich hält. Ja, schauen wir uns jetzt auch mal die kurzfristige Blick an und mal schauen, wie deine Meinung dazu ausfällt. Naja, was natürlich jetzt positiv, ich fange mal mit dem Positiven an, ist, dass die Citigroup jetzt auch so seit Ende des vergangenen Jahres einen Aufwärtstrend vorweist. So, aber hier kommt natürlich wieder das große Aber, der übergeordnete Abwärtstrend ist auch intakt. Und ich habe auch mal gerade den Wert herausgenommen, nicht nur, weil wir da aktuell unterm 200-Tage-Durchschnitt liegen, der auch fällt. Also im Grunde kann sich da jeder Zuschauer schon so ein bisschen ja letztendlich seine Analyse selbst basteln. Aber vor allen Dingen befindet sich der Wert in einem sogenannten symmetrischen Dreieck. Es ist also eine Chartformation, wird so dem Bereich Fortsetzungsformationen zugeordnet. Aber ich bin ganz ehrlich, seitdem ich Technoanalyse letztendlich für mich gefunden und auch seit über 30 Jahren auch betreibe, das ist für mich also das, ja, die Formation, die Chartformation, die sowas von unsicher ist. Und letztendlich kann es oft passieren, dass letztendlich gegen den Trend dann der betreffende Wert ausbricht. Das heißt also, es kann schnell nach unten gehen. Letztendlich aber, ob jetzt die Quartalzahlen positiv ausfallen oder nicht,
ist das ein Wert, der vielleicht mal auf die Watchlist finden könnte, weil letztendlich da müsste der Wert schon über 56,5 US-Dollar steigen, damit ich auch jetzt hier ja ein Lächeln auf meinem Gesicht letztendlich gezaubert wird, weil letztendlich besteht trotzdem die Gefahr, dass wir sogar noch mal die Tiefswerte um die 40, 41 US-Dollar sehen. Also im Grunde muss ich ganz einfach sagen, auch hier bei der Citigroup, also auch bei auch einem sehr großen Bankkonzern aus den USA, besteht aktuell aus der kurz- bis mittelfristigen Perspektive noch kein Handlungsbedarf. Also ich sehe das genauso. Also wenn, würde ich als fundamental denkender Mensch sagen, okay, ich wage mal was, wenn wir wirklich durch die Zahlen vielleicht auch nochmal Druck auf die Aktie kriegen und wirklich in Richtung 40 abdriften, dass ich sage, okay, das ist eigentlich ein Niveau, das denke ich, das ist fundamental eine gute Basis mit einem entsprechenden Stop-Loss vielleicht dann auch kurzfristig oder eben andersrum nach oben auf den Ausbruch warten. Ja, deutlich besser, das muss man sagen, auf lange Sicht ist die Entwicklung bei Goldman Sachs. Ja, ist natürlich eine der bekanntesten Adressen an der Wall Street. Ja, gute Beziehung zum Weißen Haus traditionell, das ist immer ein Vorteil. Aber auch hier die Aktie kurzfristig in der Korrektur, in der Konsolidierung. Deine Einschätzung hierzu? Naja gut, ich meine, der Chart spricht im Grunde eigentlich Bände. Hier sehen wir auch, der Wert ist am 200-Tage-Durchschnitt jetzt schon zuletzt zweimal gescheitert. Das heißt also, der 200-Tage-Durchschnitt ist ja im Grunde eigentlich mathematisch ziemlich simpel gestrickt, aber er fungiert nicht nur uns als Richtungsanzeiger, sondern letztendlich auch als Unterstützung beziehungsweise Widerstand. So, darin sind wir gescheitert. Zwar Goldman Sachs weist jetzt hier auch seit dem Sommer 2022 einen intakten Aufwärtstrend auf, aber der wackelt aktuell bedenklich. Kurzum gesagt, auch für diejenigen, die die Goldman Sachs Aktie im Depot haben, unter 313, 310 US-Dollar könnte es noch mal ziemlich ungemütlich werden. Also da müssten die Goldman Sachs Aktionäre dann auch wirklich noch mal Deckung suchen. Letztendlich würde es auch jetzt aktuell ziemlich doch lange dauern, bis wir den Ausbruch nach oben schaffen. Also die Quartalzahlen, der Ausblick, der müsste schon exorbitant gut sein, dass wir jetzt hier die Hürden 200-Tage-Durchschnitt und Abwärtstrend im Sturm erobern. Wie gesagt, auch hier leider Gottes der dritte große Banktitel. Auch hier besteht aktuell kein Handlungsbedarf. Ja, also klare Worte von Christian und ja, was soll man sagen? Schauen wir uns die nächste an, denn da sieht die technische Ausgangslage deutlich, deutlich besser aus. Ja, und die Rede ist von JP Morgan. Ja, JP Morgan, also einer der Charts aktuell von den US-Banken, der natürlich hier wirklich auf lange Sicht und natürlich, wir gucken uns auch gleich kurzfristig das an, wirklich vielversprechend aussieht. Klar, auch hier die Einbrüche 2020, die Korrektur dann in 2022, aber aktuell zieht die Aktie an und auch die 200-Tage-Linie ist im Steigflug begriffen. Ja, und das ist auch natürlich ein Rat auch für die Zuschauer, die ganz einfach sagen, also ich habe mit der ganzen Charttechnik überhaupt nichts am Hut. Ich gehe rein fundamental vor. Damals, ich war 12 Jahre auch Fundamentalanalyst bei der Westdeutschen Landesbank in Düsseldorf. Und da kamen auch Analysten, die wirklich, die sogenannten Primäranalysten, die wirklich mal eine Daimler beobachtet haben und auch das Unternehmen besucht haben. Aber auch die kamen nach komplexen Bewertungen gerne zu mir und haben gesagt, hör mal zu, ich möchte einen Wert auf Buy oder Strong Buy anheben, aber wie sieht es eigentlich aus? Habe ich ihm gesagt, Leute, schaut euch einfach den 200-Tage-Durchschnitt an. Und wenn der Wert steigt, dann heißt das, der Wert ist mittelfristig im Trend, im Aufwärtstrend. Und das ist, was wir gerade bei JP Morgan Chase aktuell auch sehen. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Widerstand genommen, kleine Rücksetzer. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns davon wieder nach oben entfernen. Auch hier muss ich ganz einfach sagen, erstes Kursziel sind 156 US-Dollar. Und wenn wir auch die Hürde nehmen, dann geht es in Richtung 168 und ein paar Gequetschte. Also das ist mal wirklich nach drei charttechnischen Enttäuschungen. Jetzt eine Großbank, wo ich ganz einfach sage, ja, da könnte es auch mit den Quartalzahlen interessant sein, wenn wir da jetzt noch mal so ein bisschen wieder nach oben drehen,
da würde ich mal sagen, einen Fuß in der Tür halten, weil zwar allgemein wird auch in den USA oder für die USA von einer Rezession ausgegangen, aber da sind sich die Experten noch nicht so richtig uneins. Und vor allem, was wir eigentlich auch noch nicht uns die Frage gestellt haben, was ist eigentlich aus der Bankenkrise geworden? Ja, das hatte uns hier auch unlängst total richtig durcheinander gewirbelt. Da spricht momentan also auch in den USA überhaupt keiner mehr. Auf alle Fälle, JP Morgan Chase hat die Turbulenzen gut überstanden. Und wie gesagt, hier muss ich ganz einfach sagen, da würde ich jetzt mal sagen, den Daumen nach oben. Sehr schön. Ja, der Daumen nach oben, der war auch jahrelang, ja, eigentlich immer bei den großen Kreditkartenadressen gegeben. Und wir fangen heute mal mit Mastercard an. Ja, also wenn man schon jetzt bei JP Morgan gesagt hat, das ist ja ein toller Chart, schaut euch den von Mastercard langfristig an. Ja, das ist ja wirklich wie am Lineal gezogen nach oben, auch wenn wir jetzt natürlich seit 2021 ein bisschen seitwärts tendieren. Aber aktuell nehmen wir wieder mächtig Dampf auf und sind drauf und dran, neue Allzeithöchststände zu erreichen. Ein wunderbarer Chart. Ich bin ganz ehrlich, Technolyse, Chartanalyse ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Also eigentlich müsste in meinem Reisepass nicht Analyst, sondern Künstler stehen. Jetzt mal Scherz beiseite, aber das ist wirklich ein Chart zum Zungenschnalzen. Also da sieht man so um die 388, 390 US-Dollar. Da ist ein Widerstand. Da sind wir eins, zwei, drei, jetzt viermal dran gescheitert. Das hat aber noch nichts zu sagen. 200-Tage-Durchschnitt steigt. Wir haben sogar seit März dieses Jahres schon mal einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Und es ist ganz einfach so, auch hier natürlich der richtige Impuls zur richtigen Zeit, sprich also gute Quartalzahlen, dann kann der Wert diesen Widerstand nehmen und dann geht es so richtig, der geht die Luzi ab. Ich habe mir auch mal die Saisonalität von Mastercard angeschaut. Also von der Zeit vom heutigen Tag, 11. Juli an beginnend, bis ja, so ungefähr bis Ende Juli, weist die Aktie in den letzten 10 Jahren eine sehr starke Saisonalität aus. Also in 10 Jahren konnte 10-mal in diesem Zeitraum die Mastercard-Aktie zulegen, um durchschnittlich im Mittel von 3,2%. Das heißt also, das würde schon reichen, um den Widerstand zu bezwingen. Und wenn dann die großen Institutionellen sehen, hoppala, bei Mastercard, da ist doch jetzt der Deckel aufgesprengt worden, dann kann ich mir vorstellen, dass dann dieser Wert so richtig zum Höhenflug ansetzt. Also spricht auch dafür, dass die Aussichten für die Zahlen zum zweiten Quartal traditionell da gar nicht mal so schlecht sind. Ja, wir gehen natürlich zum Rivalen und ja, im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt die Charts übereinander gelegt hätten, sieht es fast gleich aus, sowohl langfristig als auch kurzfristig, auch wenn hier der Weg zum Allzeithoch noch ein bisschen weiter ist, Christian. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, Visa versus Mastercard, da würde ich sagen 1 zu 0 für Visa. Wobei Mastercard, da glaube ich, da besteht natürlich dann auch richtig Nachholbedarf, wenn der Wert nach oben ausbricht. Das hat die Visa-Aktie schon geschafft. Und ja, hier sehe ich ganz einfach, dass das Kurs hier bei rund 251 US-Dollar. Ich habe jetzt den Langfristchart nicht vor mir liegen, könnte aber schon das All-Time-High sein. Hier ähnlich, ja, man muss sagen, ähnlicher Vergleich, nur halt ähnlicher Chart, nur halt Visa hat hier schon den Schritt nach vorne gemacht, den Mastercard noch machen muss. Widerstand nach oben überwunden und ist sogar aus einem aufsteigenden Dreieck nach oben ausgebrochen. Das heißt also, die 251 Euro, das wäre nur das erste Etappenziel. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann eher so 260 bis 270 US-Dollar sehen könnten. Und das wären dann natürlich neue Rekordstände. Das ist das Allzeithoch, was du auch in deinem kurzfristigen Chart da gezeichnet hast. Kommen wir jetzt zum Schluss nochmal zu einer klassischen Bankadresse, Wells Fargo. Ja, Warren Buffett war ja immer ein Aktionär bei Wells Fargo. Wahrscheinlich immer schön die Dividenden abgegriffen. Aber so charttechnisch sieht es weder langfristig noch kurzfristig so wirklich ja, eindeutig aus, auch wenn man immerhin aktuell die 200-Tage-Linie mal wieder überschritten hat. Ja, und das ist natürlich, darüber, Jürgen, haben wir schon uns auch beim letzten Mal, wo wir auch uns die Schnäppchen angeschaut haben, hierzulande, ist immer die Frage, wann steige ich natürlich ein? Steige ich ein, um jetzt im Rahmen einer Erholung das erste Kursziel abzufischen? Das wäre jetzt hier aktuell der intakte Abwärtstrend bei rund 47, 60, 48 US-Dollar.
Oder halt, wie ich es zum Beispiel machen würde, ich warte ab, bis der Abwärtstrend überwunden ist bei rund 48. Also wie gesagt, ne, es gibt da verschiedene Anlegertypen, Gott sei Dank. Und das ist natürlich die Frage, weil wir haben jetzt einen 200-Tage-Durchschnitt überwunden, wir haben jetzt einen Rücksetzer, wir haben eine Kreuzunterstützung. Wenn der Wert davon nach oben abprallt, kann ich natürlich im ersten Schritt erstmal bis zum Abwärtstrend mir schon mal einen Kursgewinn mitnehmen, diesen realisieren oder ganz einfach darauf warte, dass der Abwärtstrend, der aktuell mit zwei Auflagenpunkten nicht so stabil, nicht so betonhart ist, dass dieser Trend gebrochen wird. Und dann natürlich, wenn wir uns anschauen, woher die Wells Fargo-Aktie kommt, da glaube ich, wäre wirklich noch deutlich und viel Luft nach oben. Ja, eine Aktie, die wird der eine oder andere vielleicht vermissen. Ich weiß nicht, ob du die absichtlich weggelassen hast. Morgan Stanley, ja, bekannt ja durch Michael Wilson, unseren Crash-Propheten in der Bankenszene aktuell. Zufall oder Absicht? Das war eher Zufall. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es schlichtweg vergessen, weil ich jetzt hier die Charts, das sind also handgemachte Charts, also das heißt, das habe ich alles schön eingezeichnet, auch mal als Linienchart und mal heute auf die Kerzencharts verzichtet. Und da bin ich ganz ehrlich, weil wir auch, weil der Jürgen hatte noch einen Wunsch, BlackRock. Wobei BlackRock konnte mich wirklich nicht überzeugen und bin ich, da muss ich mich leider entschuldigen. Ich habe mich jetzt auf die Adressen genannt und wir haben ja auch mit Visa und Mastercard auch zwei Aktien, wo ich wirklich sage, da könnte sich jetzt schon ein Investment lohnen. Bin ganz ehrlich, Morgan Stanley ist ganz einfach hier unterm Tisch gefallen. Aber Jürgen, falls da natürlich beim nächsten Gespräch nochmal die Nachfrage da ist, werde ich natürlich morgen Stanley, klar, die Adresse muss man kennen, muss man sich anschauen, werde ich das natürlich dann nachreichen. Wobei, ich bin dir da überhaupt gar nicht böse, weil, wie gesagt, Morgan Stanley, ich weiß es nicht. Kann ich momentan wenig mit anfangen. Aber sonst war das natürlich wieder mal super spannend, interessant. Und das ist ja das, ja, jetzt kommen die Zahlen, jetzt guckt man sich diese Ausgangslage an. Das ist wie bei einem 100-Meter-Rennen in der Leichtathletik. Ja? Das sind die Athleten am Start, das Rennen startet, wie ist die Form der Einzelnen. Und wenn es dann losgeht, ja, wer hat dann am Ende die Nase vorn? Und ich denke, dass wir da heute wieder viele, viele Anregungen geliefert haben. Und das ist es ja, worum es hier auf diesem Kanal geht. Und deswegen sage ich dir lieben, vielen lieben Dank, lieber Christian, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es ist ja einfach auch heiß, da sind die Gedenkstübchen manchmal ein bisschen angestrengt. Aber wie gesagt, wertvoller Input wie immer. Und dir dafür Dankeschön. Noch letzte Frage. Was schätzt du generell jetzt mal auf der fundamentalen Seite? Gewinnerwartung jetzt für die anstehende Berichtssaison? Werden die Unternehmen es wieder schaffen, die Erwartungen im Schnitt zu schlagen? Was ist deine Vermutung? Naja, bislang, also beim letzten Quartal, war ja die Messlatte relativ gering. So, und jetzt natürlich stellt sich die Frage, wie hat sich jetzt die Zinswende in den Vereinigten Staaten jetzt ausgewirkt, ökonomisch betrachtet? Ja, wir haben jetzt hier auch Ende der vergangenen Woche gesehen, der Arbeitsmarkt ist einfach zu robust. Die Leitzinserhöhung der Federal Reserve, vier Stück à 75 Basispunkte, das bin ich ganz ehrlich, das hat noch nicht so den Effekt gebracht, den sich Jerome Powell eigentlich bislang gewünscht hat. Ja, wir sehen jetzt ja auch die Verbraucherpreise, das heißt die Inflationsdaten. Und da ist Jerome Powell, der ist ziemlich skeptisch, muss man ganz einfach sagen. Der schaut sich das ganz genau an. Und aktuell, um das als abschließend zu sagen, am 26. Juli, also da haben wir noch ein paar Tage, da ist die nächste FED-Sitzung, das nächste FOMC-Meeting. Da wird der Leitzins, das ist so gut wie sicher, nochmal 25 Basispunkte erhöht. Das ist natürlich wiederum eine gute Nachricht für die Banken. Darum haben die Banken jetzt hier auch wieder so ein bisschen Höhenluft geschnuppert. Und dann stellt sich natürlich im weiteren Verlauf die Frage, und das wird nicht nur für die gesamte US-Wirtschaft von Interesse sein, sondern auch speziell für den Bankensektor, auch in Europa. Wie geht es dann weiter mit der Zinsentwicklung? Ich habe mir das vorhin mal angeschaut. Der größte Optionsanbieter, Optionsbörse, das ist die CME Group in den USA. Die befragen die Marktteilnehmer und das ist aktuell so, ja, über 90%, ja, am 26. Juli Leitzinserhöhung, aber danach bis zum Jahresende treten wir auf der Zinsbremse. Also wie gesagt, das
ist auch letztendlich das Damoklesschwert für den gesamten Aktienmarkt auf der ganzen Welt. Wie geht es weiter und was sagt Jerome Powell dann zur künftigen Zinsentwicklung? Ja, und da wird natürlich nochmal auch der Mittwoch wichtig, wenn die neuen Verbraucherpreise aus den USA gemeldet werden, weil das ist natürlich dann immer auch ein wichtiges Datum für Jerome Powell, um da letztendlich mit seinen Mannen diesbezüglich zu disponieren. Ja, Christian, dann nochmal vielen Dank für deine heutigen Ausführungen und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Macht's gut.